So, hallo, wir machen weiter bei Cult of the Lamb. Diese Aufnahme ist direkt nach Part 3, das heißt, wenn ihr in Part 3 irgendwas in die Kommentare geschrieben habt, kann ich noch nicht darauf eingehen. Also, ne, Part 4 und Part 3 sind sozusagen jetzt in einer Session. Gut, wir haben das letzte Mal sehr viel freigeschaltet, den dritten Level vom Düsterholz geschafft. Heute werden wir also vermutlich auf Leshy treffen. Und ja, ich denke, wir gehen jetzt auch direkt wieder los zum Kreuzzug. Ich glaube, wenn wir am Anfang des Parts immer den Kreuzzug machen und dann so Stück für Stück den Rest. Ich glaube, das ist ganz so. Oh, guck mal, hier ist noch eine Quest vorher. Ach, die habe ich gar nicht ab. Ah, die habe ich noch gar nicht abgeholt. Ja, alles gut. Hatte ich vergessen. Okay. Oh, hier gibt es ordentlich Holz. Sehr gut. Genau, denn jetzt haben wir nämlich hier, ne, große Mission am Rand. Töte Leshy in Düsterholz. Aber stimmt, wir müssen noch die Karte betrachten. Wir haben nämlich den ersten Ort freigeschaltet, die einsame Hütte. Da gehen wir auch gleich mal hin. Da ist, glaube ich, der Kollege, der uns immer geholfen hat, so ein bisschen bisher. Neuer Ort entdeckt, gibt auch wieder Glaube. Sehr schön. Oh, was liegt denn hier rum? Ratau, du hast meine bescheidene Hütte entdeckt. Gib acht, nicht dieselben Fehler zu machen, die ich gemacht habe, oder du wirst genau an einem solchen Ort enden. Und jetzt vielleicht eine Partie Astra Galoi? Das kennst du nicht? Na los, ist ganz einfach. Komm an den Tisch und ich zeige es dir, okay? Ein Geschenk um die Leute. Okay, ich weiß gar nicht, was es ist. Astra Galoi spielen. Was? Was? Okay. Okay, was ist das denn jetzt? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, dass ich das. Habe ich das gesehen bei Hübi? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Ein Würfelspiel mit Risiken und Chancen. Spielregeln. Deine Punktzahl errechnet sich aus der Addition aller Würfel. Werden Würfel mit der gleichen Zahl in derselben Reihe platziert, multipliziert ihre Werte. Okay. Zerstöre die gegnerischen Würfel, die du die gleiche Zahl wirfst. Okay. Okay. Rathau wirft zuerst, okay. Er hat eine 6 gewürfelt, jetzt hat er 6 Punkte. Ich habe eine 5 gewürfelt. Okay, setze ich die mal dahin. Jetzt würfelt er eine 2, hat er dahin gesetzt. Ich habe noch eine 5. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich schon 20 Punkte, ja genau. Aber wenn er jetzt eine 5 würfelt, könnte er meine 5er zerstören, verstehe ich. Ah, ich kann jetzt seine 6 zerstören. Zack. Ah, okay. Oh, und. Hä, hätte jetzt nicht meine 5 zerstören können? Ist der einfach schlecht? Ist der einfach so schlecht programmiert, dass ich nur gewinnen kann? Weil ich glaube, er hätte jetzt meine 5er zerstören können, wenn ich das richtig sehe. Aber hat er nicht. Ja, okay. Okay, er spielt einfach richtig grottig, ich verstehe. Er zerstört nicht mal meine Se. Ah, okay, hat die 6 da unten. Ja, okay. I see. Okay. Ja, Gott, ich glaube, ich habe das Spiel verstanden. Das wird wahrscheinlich später noch schwieriger und jetzt ist es einfach so eine Einführungsphase. Aber wenn jetzt eine 5. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Sobald jetzt eine 5 würfelt, ist hier alles kaputt. Na toll. Na toll. Am Ende verliere ich die Einführungsphase noch. Yo! Dude! Okay.
3 wieder weg. Oh boy, jetzt hat er 40. Ich verliere das. Ja! Ist klar. Ich verliere das. Okay, ich muss besser spielen das nächste Mal. Aber jetzt haben wir verstanden, wie es geht. Ja, jetzt kann ich die Einzel noch hier setzen. Oh, ist das mies. Ja, okay, alles klar. Ah, niemand kann den großen Rattau bei Astra Galoi schlagen. Willst du noch eine Runde spielen? Ja, let's go. Ich muss es ja machen. Okay, aber jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Okay, Chef. 4. 2. Jetzt auch mal die mit. Wow. Danke für nix. Aber ich kann ihn vielleicht so ein bisschen dazu zwingen. Ich wollte gerade sagen, die Mitte voll zu machen. Die Mitte ist jetzt so ein bisschen mein Müllplatz. Ich versuche große Zahlen mal außen hin zu bekommen. Ja, weil er hat jetzt die Mitte voll. Er kann jetzt nichts mehr in der Mitte tun. Na? Das heißt, ich versuche jetzt hier mal die Sechser zu sammeln. Nice, aber sobald er halt eine 6 würfelt, sind meine Sechser kaputt. Toll. Oh, kann ich auch. Aber ich glaube, in Zukunft wäre es besser. Er hat jetzt ja hier drüben, ne? Hier drüben zum Beispiel. Wenn ich da jetzt große Zahlen setze, kann er nichts mehr dagegen tun, weil er hat ja da nur noch 3 und 2. Also das ist wahrscheinlich dann die bessere Strategie. Zu versuchen, die großen Zahlen da drüben hinzusetzen. Dafür muss ich aber jetzt große Zahlen würfeln. Oh, jetzt okay, jetzt kann er wieder große Zahlen hinsetzen, weil ich sie ihm kaputt gemacht habe. Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist, was ich hier tue. Weil ich mache wieder alles voll. Ja, super. Ja, super. Aber jetzt kann er ja noch zweimal... Ach so, aber weil ich es voll habe, hört es jetzt auf. Ich verstehe. Ja, okay. Boah, so richtig gut bin ich da drin noch nie, ne? Bei jenem, der wartet, du bist ein Naturtalent. Hier hast du dir einen Preis verdient. Oh lol, da kriegt man Tarotkarten. Oh, das ist eine sehr wichtige Karte. Die müsste ich irgendwann mal ziehen. Das ist eine sehr... Okay, hier bekomme ich Tarotkarten. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Um ein paar Münzen zu wetten. Nee, gerade nicht. Aber gut zu wissen, hier kann ich also dieses Spiel spielen. Okay. Oh, hier kriege ich auch Bären. Wichtig und richtig. Auch wieder Samen dabei sogar gewesen, ne? Oh, und hier bekomme ich doch Hingabe. Okay, Chef. Ich muss dir danken, indem du mich von meinen Pflichten befreit hast, hast du mir meinen größten Wunsch erfüllt. Frieden. Jetzt, da ich dir alles beigebracht habe, was du wissen musst, kann ich meine restlichen Tage mit dem Spielen von Astra Galoi verbringen. Es sind gerade Freunde von mir hierher unterwegs, um sich auf ein oder zwei Spiele zu mir zu gesellen. Ein wilder Haufen, so viel steht fest. Aber ich bin jetzt im Ruhestand und kann mich meines Lebens freuen. Okay. Oh, 15 Dings. Schön. Opfer darbringen. Da brauche ich irgendeine Schnecke oder irgendwas für. Okay.
Müssen wir uns merken, wenn ich so ein Schneckenhaus finde, muss ich hierher kommen. Okay, das war einsame Hütte. Ja gut, dann haben wir das gelernt. Jetzt hat sich aber bestimmt in der Zwischenzeit hier schon wieder ein bisschen was getan, ne? Ah, es ist Nacht. Okay, es ist Nacht. Er hier arbeitet immer noch. Ich hoffe, dir geht's damit gut. Also ich kann das nur wiederholen, ne? Und du bist ja so. Ich hoffe, dir geht's damit gut. Oh lol, was ist das denn? Eine Truhe? Okay, machen wir gleich. 53 gibt's schon wieder. Nice. Zack. Gut. Dann würde ich doch fast sagen, schalt mir auch noch den Missionar frei. So. Und finden raus, was ich dafür alles brauche. Stein, Holz, Geld. Okay. So, aber was ist hier drin? Und woher kommt das? Jo, ganz viele Dekos, die ich nicht brauche, aber okay. Spezialevent. Und eine neue Tierform, okay. Aber wo kam das jetzt her? Warum? Ich meine, ist okay, cool, aber woher? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den Kollegen hier fangen. Denn der gibt ja auch Hingabe. Was ist eigentlich das hier? Ausgraben. Was grabe ich da denn aus? Ah, Holz, ja gut. Gut, ja, okay. Hungertechnisch ist noch in Ordnung. Ich denke, wir können trotzdem mal auf den Kreuzzug jetzt gehen, ne? Predigt heben wir uns auf. Ich bin nach dem Kreuzzug. Ja, denn wie gesagt, jetzt müsste die letzte Runde anstehen. Ich glaube, wir treffen jetzt auf Leshy heute. Ich glaube nur, dass das noch nicht so gut laufen wird. Oh, ja, boy. Endlich, lass uns das beenden. Ich erwarte dich in meinem Tempel. Komm, werde Zeuge wahrer Macht. Oh, boy, ist das lang. Ja, okay. Jetzt müsst ihr aber auch stärkere Waffen am Anfang bekommen. Also, Klinge des Ver... Oh, Stufe 4 geht's direkt los. Sehr, sehr gut. Eine flinke Klinge... zahlreiche Schnitte zuzufügen. Geringerer Schaden, aber blitzschnell. Ja, okay, ich verstehe. Und göttliche Wirfgegner deine Reichweite zurück und fügt ihnen gleichzeitig Schaden zu. Okay, klingt auch interessant. Müssen wir gleich mal ausprobieren, dass ich weiß, wie es funktioniert. So, hier wieder schön alles kaputt machen. Jetzt habt ihr ja hoffentlich verstanden, dass es wirklich, wirklich essentiell ist, alles zu zerstören, um wirklich viele Ressourcen mitzunehmen. So. Okay, wir probieren einmal gleich mal den Kollegen... Ah, das ist um mich herum, oder was? Ah, okay. Ich verstehe. Was ist jetzt los? Ach, er ist schon wieder er. Wir haben doch gerade erst gesprochen. Deine Beharrlichkeit fängt an, mich zu nerven, kleines Lamm. Du hältst dich vielleicht für schlau, du hältst dich vielleicht für rechtschaffen in deinem Dienst an ihm. Aber du solltest gegenüber dem Angeketteten nicht so vertrauensselig sein. Nun ja, zum Rest ist es zu spät, so jemand wie du verdient keine Vergebung, das wird nicht gut für dich enden. Alles klar, Chef. Gut.
Ah, diese Vögeldinger, ne? Die erwischen mich immer. Nice. Okay, das war wieder sehr, sehr schön. Oh, zwei Karten! Wie geil ist denn die Truhe? Bei einem Treffer wird allem auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Ah, das ist so ein schwarzes, wie ein Isaac, ne? Also, schwarzes Herz. Wenn es kaputt geht, bekommen alle Schaden. Erhalte die doppelte Lebensenergie beim Heilen. Okay. Da wir noch nicht wirklich viel heilen können. Ach, wobei, wahrscheinlich, wenn ich ein Herz sammle, bekomme ich einfach das Doppelte oder so. Das ist okay. Gut. Schöner Raum. Der ist weniger schön. Holy shit, ist hier viel los. Dann nutzen wir doch gleich mal unsere Explosionsgeschichte. Um hier ein bisschen aufzuräumen. Wow. So, zwei Wege. Einer führt wahrscheinlich zum Kartending. Ich glaube, der mit den Sternen führt zum Kartending. Yes. Ich spüre, dass heute die Nacht des Schicksals bei deinen Karten im Spiel. Was? Ach so. Reduziert sich die Lebensenergie auf 2, wird allen Gegnern 2. Au, blaues. Das blaue Herz nehmen wir. Wir brauchen Energie. Wir brauchen richtig viel Energie. Ich habe hier gerade noch so ein Eichhörnchen gesehen, aber ich glaube, das ist weg. Kein Häppchen für mich mehr. Okay, aber Kamille sammeln wir gerade, was auch immer ich mit Kamille anfangen kann. Okay, ich kann hier nichts weitermachen. Gut. Wir müssen möglichst schnell hier alles kaputt machen, damit dieser Swamp-Verschnitt Abflug macht. Okay. Und jetzt müssen wir mal hingucken. Also halbes Herz kriege ich, müsste jetzt ein ganzes Herz heilen, richtig? Okay. Hat nicht funktioniert. Ich dachte, wenn ich heile, heile ich das Doppelte, aber scheinbar nicht. Dachte, ich hatte diese Karte bekommen. Ist ja egal. So, und ihr seht schon, ne, die Räume werden immer mehr und länger. Und das ist jetzt ja nur noch nur der Anfang von diesem Weg. Also, hier ist eine Menge zu tun. Aber bis zum Ende werden wir auch noch uns wahrscheinlich ordentlich hochpowern können. Ja, da ist der Weg zu Ende. Und wir bekommen eine neue Dekoration. Ist okay. Gut. So. Wir haben die Auswahl zwischen Holz und dann Shop. Und dann zwei Kampfräumen. Oder gleich Shop. Nochmal Shop. Okay, ich glaube, wir gehen. Aber der Weg ist dann. Dann komme ich nicht. Oh, ich weiß nicht, ob der Weg so gut ist. Aber ich will wissen, was da für Symbole. Weil hier ist auch ein Anhängersymbol. Ich gucke mir mal den Weg an. Was das bedeutet. Oh, das ist gar kein Shop. Ja, gefällt dir das? Ich finde viele dieser leckeren Häppchen. Vielleicht behalte ich diesen hier. Ich kriege Hunger. Oh, ich kriege... Für 3 Münzen kann ich den kaufen. Okay. Ah, deswegen ist es eine Art Shop, aber ein Anhängershop. Ich verstehe. Neuer Anhänger, let's go. Kann ich hier irgendwas zerstören? Ja, ich kann hier alles zerstören. Oh, das ist sogar Geld. Okay. Hier kommt sogar Geld raus. Ja, sehr schön. Guter Raum. Guter Raum. Jetzt kann ich nur hier weitergehen.
Ah, okay, aber das ist jetzt wirklich ein Shop. Das wollte ich nicht angreifen. Das wollte ich angreifen. Wieso kann ich das nicht einsammeln? Ach, ich habe volle Energie. Ach, deswegen habe ich wahrscheinlich auch kein halbes. So, was haben wir jetzt hier? Wählen, Geburtssternfragment, Anhängerform, Blaupause. Fluchangriffsschaden erhöht sich um 1,25. Ja, kann ich leider nicht kaufen. Aber wir kriegen hier umsonst ein Geburtssternfragment. Ja, let's go. Geht der Wagen noch kaputt? Nein. Nada. Nada. Ah, die Herzen wären cool gewesen, aber wir sind voll schon. Mit 3,5. Na gut. Ja, dann geht schon in den letzten Raum. Wunderbar. Hier kriege ich wieder 7 Hingabe. Und jetzt haben wir gelernt, ich kann dies ja kaputt machen. Ich krieg Stein dafür. Wichtig und richtig. Amdusias hungert. Das ist nicht gut. Kann ich Amdusias von hier aus was Gutes tun? Oh boy. Oh boy. Hunger ist gar nicht gut gerade. Hey, ich würde dir gerne von hier was zu essen geben. Ja, dann müssen wir jetzt aber... Okay. Ich kann von hier aus leider gerade nichts machen. Oh! Jetzt muss ich mich wieder entscheiden, ne? Guck mal, jetzt haben wir die Auswahl zwischen zwei Äxten. Die tückische Axt, die mit Vergiftung arbeitet. Und das beides abtrünnigen. Beides Stufe 5. Ja, wir nehmen die Axt. Vergiftungsschaden ist schon ein großes Yes. Na? Vergiftungsschaden ist schon ein ganz großes Yes. Da kann man nichts sagen. So, aber wir werden dann auf jeden Fall, wenn wir zurückkommen, gleich ein schönes Ritual zum Hungerstillen nutzen. Dass wir alle wieder lecker, ne? Zufrieden sind. So. Okay. Bisher. Oh, guck mal, der nächste Raum ist der Kartenraum. Ich habe das verstanden jetzt. Das sehe ich zum... Ne, das habe ich jetzt bei diesem Run zum ersten Mal kapiert. Da, wo die Sterne und Monde hängen, da geht es immer zur Karte. Gegner hinterlassen zweimal mehr Eifer. Allgemeiner Waffenschaden, let's go. Mehr Kamille. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wofür ich Kamille brauche. Ach nee, ist gar nicht Kamille. Kamelie steht da. Bin blind. Alles gut. Nein! Habe ich so schön gewonnen-hittet. Und dann lass mich auch noch treffen. Der allergrößte Depp. So. Okay. Ich glaube, wir haben hier genug gesammelt. Let's go. Oh, was ist denn jetzt los? Der Fischer. Hey, Kleiner, lass die Finger von meinen Fischen. Es gibt nicht genug für uns beide. Der beste Ort zum Fischen ist bei der Pilgerpassage. Wo das ist, fragst du? Ich zeig's dir. Ah, der nächste Ort wird freigeschaltet. Die Pilgerpassage. Sehr gut. Siehst du? Und jetzt verschwinde von hier.
Oh, ich krieg hier schon Fisch von ihm. Sehr geil. Alter, so viel Fisch. Da werden sich die Anhänger freuen. Können wir auch was zu Leckeres zu essen bestimmt machen damit. Hast du noch was zu sagen, Kollege? Nein, okay. Dann weiter im Programm. Oh, wir sind hier. Okay. Okay. Stunde der Wahrheit. Schaffen wir Leshy? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich den First Try schaffe. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen stärker werden. Aber, ja, alle hungern. Ich beeil mich ja, Freunde. Kann leider gerade nicht im Kult zurückkehren. Ich muss hier erstmal mich um Dinge kümmern. Aber ich fürchte, das wird jetzt mein erstes Game Over. Ich hab dich langsam satt, kleines Lamm. Wird Zeit, diese alberne Maskerade ein Ende zu bereiten. Ja, sie opfern sich. Geben ihm damit mehr Macht. Und er verwandelt sich in den Boss dieser Welt. Gut, jetzt ist die Frage, was macht meine Dings gegen ihn? Nix. Also nicht sonderlich sinnvoll. Ich muss einfach mit der Axt drauf. Ich werde gerade ein bisschen unvorsichtig. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Okay, da muss ich durchrollen. Wow. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn in der zweiten Phase gebracht, weil er jetzt das vorher noch nie gemacht hat. Aua. Der macht den Quatsch wieder. Okay. Okay. Was jetzt? Ah, neue Gegner. Okay. Alter. Okay, da weichen wir wieder schön aus. Und mach dich weg. Nice. Ich hätte nicht damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Aber das ging ja dann doch noch ganz gut. So. Dann kann ich jetzt nämlich gleich noch mehr zeigen heute. Jetzt kommt nämlich gleich noch die eine Sache, die ihr auch noch nicht kennt. Wenn man nämlich einen Bischof besiegt, bekommt man das Herz eines Ketzers. Du hast das schlagende Herz eines Ketzers erhalten. Die rote Krone kann dieses Herz verzehren, um neue Kronenfähigkeiten freizuschalten. Geh zum Altar deines Tempels, um ihre wahre Macht zu entfesseln. Yes! Und die erste Kette ist gelöst. Denn wir erinnern uns, wir müssen ja die Ketten sprengen. Tafel ist auch wieder vollständig. Leshy-Trophäe ist jetzt nicht so spannend. Ja, ist schön, aber brauche ich nicht. Neue Anhängerform, okay.
aber nehmen. Sehr, sehr schön. Jetzt aber ganz, ganz schnell nach Hause und Hunger stillen. Bam. Sweet. Lashy wurde von dir hinweggefegt wie ein Sandkorn von einer Flutwelle. Okay, danke fürs Gespräch. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Danke fürs Gespräch. Yay, sie freuen sich. Immerhin. Meine Anhänger hungern, ja, ich arbeite dran. Jetzt ist gerade Nacht geworden. Jetzt werden sie erstmal die Nacht aber immer noch hungern, na? Ich wecke sie, glaube ich, auf und wir machen schnell ein Essensritual. Scheiß drauf. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal wichtiger. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger. So, let's go. Auch wenn sie dann jetzt wach werden, aber die brauchen Essen. Die brauchen dringend, dringend Essen. Dann haben wir einmal die Dings vollständig offen. Jetzt holen wir erstmal die zwei neuen Anhänger. Und das hier auch. Sehr schön. Jawohl, Hatrion, du bist ab jetzt da. Oh, Hatrion ist nicht so stolz. Minus 5, wenn ein Anhänger geopfert wird. Weckt Anhänger in der Nähe durch laute Schnell. Och, na toll. Aber gut. Du kannst erstmal mitbeten. So, und jetzt kommt der eigentliche. Ah, nee, kommt gar. Nee, es kommt gar kein anderer. Ups, ich dachte, es kommt noch einer. So. Aber er braucht hier auf jeden Fall auch noch ein neues Bett. Hier sind Betten kaputt. Aber ich glaube, wir können gleich mal jetzt gucken, dass wir hier... Wir haben jetzt ja ein paar Möglichkeiten. Ja, guck mal, wir können jetzt ganz viele Unterkünfte bauen. Kann ich die einfach da draufsetzen, so um das abzugraden? Unterkunft verbessern, ja, sehr gut. Zack. Zack, 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 zack. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Hallo? Ich konnte nichts mehr machen. Warum konnte ich nichts mehr machen? Ach, weil ich keine Ressourcen mehr habe. Ich verstehe. Okay, dann brauchen wir aber jetzt trotzdem noch zwei neue Betten. So müsste das jetzt passen. So. Und jetzt bauen die hier schon mal alle, dann können wir die schon mal segnen. Nein. Dann geht es hier auch schneller, das Leveln. Sehr gut. Und dann kann jetzt noch einer ein Geschenk bekommen. Ich weiß nicht, was das ist, aber hier, let's go. Okay, es war Essen einfach. Okay, interessant. Ja, gut. So, hier unten müssen wir noch segnen. Nice. Sehr gut.
Hier drüben müssen wir noch segnen. Oh, geht nicht. Wurde heute bereits. Okay, alles klar. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Sehr schön. Göttliche Inspiration freigeschaltet. Es läuft doch, Freunde. Okay, Dämonenbeschwörung. Weiß ich gerade gar nicht, was das ist. Du kannst einen Dämon von einem anderen Besitz ergreifen, damit die sich auf dem nächsten Kreuzzug begleitet. Okay. Klingt grundsätzlich nicht verkehrt. Aber ich würde, glaube ich, erst noch die Steinmine freischalten. Vorher. Zack. So. Dann haben wir jetzt nämlich zwei Orte, wo wir einmal Stein und Holz erzeugen können, müssen aber die erstmal noch bauen. Oh, guck mal, hier ist auch... Hier ist auch was los. Ah, ich kann ja neue Samen einsetzen. Ah, Kamelien sind auch okay. Ja, let's go. Guck mal, wie viel hier los... Alter. Kann ich dich schicken, Dings abbauen? Nee, das muss ich noch... Also die Sträuche muss ich noch selber. Okay, ja gut. Ist in Ordnung. Dann bete du mal weiter. Okay, pass auf. Ah, ich kann... Nee, wo ist denn das? Ah, hier unten. 15 Holz. Davon, ich brauche 10 Holz mehr. Na, dann brauche ich hier... Hier brauche ich mehr Geld. Okay. Ja, dann geht's leider noch nicht. Aber dann holen wir jetzt mal die ganzen Beeren hier. Er baut jetzt nämlich schon wieder hier, ne? Er legt schon wieder die Samen nach. Sehr stark. So. Nice, weitere Unterkünfte stehen. Wichtig und richtig. So. Neue Samen einsetzen. Optimal. Gut, wie sieht's essenstechnisch aus? Oh, guck mal, was wir alle schon kochen können. Tödliches Gericht. Was? 75% Chance, dass ein Anhänger sofort stirbt. Um Gottes Willen. Das werden wir definitiv schon mal nicht kochen. 100% Chance, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen. Gottes Willen, nein, das werden wir niemals kochen. Was zur Hölle? Da haben wir die einfache Mahlzeit aus Beeren. Magere Mischmahlzeit. Fieser Fleischbrei, okay. Deftige Fleischbrühe. Leckere Fisch. Ah, weil wir jetzt auch Fische haben. Ja, okay. Scharfer Fischeintopf, okay. Gut, aber aktuell braucht keiner was. Ich wollte nur mal gucken, was es so gibt. Sehr schön, dann können wir jetzt ja eine Predigt halten, ne? Machen wir erstmal das. Mit bisschen Glück ist es ein neues Level. Ja. Genau das. Okay. So, was haben wir hier alles zur Verfügung? Kudais Segen. Beschwöre eine Waffe oder einen Fluch erneut, aber die Stufe wird um 1 gesenkt. Funktioniert nur im Eingangsraum. Nee, braucht man nicht unbedingt.
Vampirwaffen haben eine Chance, den Träger mit der Lebensenergie eines getöteten Gegners zu heilen. Okay. Heilungsmöglichkeit klingt nicht verkehrt. Ach so, ich bekomme deswegen keine neuen Flüche, weil ich das gar nicht hier ausgelöst habe. Ja, komm doch, das müssen wir schon mitnehmen. Das müssen wir schon mal auslösen hier. Sonst werden die nämlich gar nicht stärker, die Flüche. Das ist dann auch nicht so gut. Okay, so. Jetzt wissen wir ja... Erstmal mehr Hingabe, sehr schön. Genau, jetzt wissen wir ja, dass wir so ein Herz bekommen haben. Und das seht ihr jetzt hier. Jetzt kann man hier nämlich auch das Herz einsetzen. Stirbst du zum ersten Mal auf einem Kreuzzug, kannst du wiedererweckt werden, indem du einen Anhänger opferst. Das klingt nicht so gut. Iss einmal pro Kreuzzug eine Mahlzeit, um ein Herz zu erhalten. Welches hängt davon ab, was du isst? Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf dem Kreuzzug essen kann, aber okay. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man, wenn es heißt, jemand hungert, so dass ich vielleicht schnell zurück kann. Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck auf. Und erhalte zu Beginn eines jeden Kreuzzugdurchlaufs ein krankes Herz. Das nehmen wir auf jeden Fall als erstes. Na, immer mit einem schwarzen Herz starten. Da sehe ich uns. So. Eine Kronenfähigkeit. Mein Gott, Schluckauf geht nicht weg. Moment. Ich halte kurz die Luft an. Okay, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Wir beenden den Part eh gleich. Du hast eine neue Kronenfähigkeit freigeschaltet. Du beginnst jeden neuen Kreuzzug mit einem kranken Herz. Kranke Herzen fügen allen Gegnern im Raum Schaden zu, wenn du getroffen wirst. So, und wir haben auch noch eine Platte, die wir vollständig haben. Sehr, sehr schön. Wir haben bisher hier Versorgung gemacht. Ich denke, wir... Ich weiß halt nicht, sollen wir vielleicht erstmal alles... Sollen wir erstmal alles auf Versorgung machen? Oder gehen wir auch auf andere? Ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir unschlüssig. Weil ich halt nicht weiß, was es da alles jetzt gibt. Ich glaube, wir gehen nochmal auf Versorgung. So, was haben wir hier? Nahrung des Jägers oder Nahrung der Beute? Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Kannibale. Plus 5 Glauben, wenn sie eine Mahlzeit aus Anhängerfleisch essen. Weiß ich jetzt nicht. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Gras. Du verlierst keinen Glauben, wenn ein Anhänger eine Mahlzeit aus Gras isst. Sehr gut. Das nehmen wir. Das nee. Dann kann ich nämlich, dann kann ich ja sogar so Grasdinger machen, ne? Du hast eine Doktrin erkündet, die deinen Anhängern eine neue Eigenschaft verleiht. Diese Eigenschaft wird allen Kultmitgliedern zuteil und beeinflusst, wie ihr Glauben durch Ereignisse verändert wird. Sehr, sehr gut. Und da ist sie jetzt. Kann ich nochmal nachlesen, ne? Genau. Okay. Ja, let's go. So, dann haben wir wieder richtig... Oh, guck mal, schon wieder alles ganz voll. Das geht ja hier alles wie am Schnürchen. Optimal. So. Aber es heißt, ich brauche immer noch ein Bett. Irgendwie wird da noch ein Bett angezeigt. Da kommt mal Bornwald noch ein Bett. Auch wenn ich dachte, ich habe genug gesetzt. Aber scheinbar habe ich das nicht. Ach, ich habe es noch nicht gebaut.
Ah lol, was ist mit dir eigentlich? Schalamba, geil. Bitte Anführer, da sind einige, die hungern und kein Zuhause haben. Wir müssen sie unserem Kult beitreten lassen. Oh. Rekrutiere hungernde Anhänger. Okay. Wo sollen die denn sein? Oh. Hi. Alles klar, Thynana. Ah. Gesetzlos, bricht aus dem Gefängnis aus und befreit auch andere. Verliere 10 Glauben bei Erkrankung, okay. Ah, okay. Die kriegen gleich Essen. Die kriegen gleich... Also so habe ich jetzt 2 neue Anhänger bekommen, die aber auch gleich Essen brauchen. Ich verstehe. So, dann kommt mal her, Kollegen. Ihr bekommt direkt Essen. Jetzt können wir das gleich testen. Das Gras müsste jetzt ja in Ordnung gehen, ne? Krankheit ausgelöst, das allerdings klingt nicht so gut, ne. Ey, weiß ich nicht, vielleicht nicht. Vielleicht lieber nicht. Oder ist das jetzt durch... Warte, ist es durchgestrichen? Ne, es ist durchgestrichen, ne? Okay, pass auf, wir machen mal 2 Stück, wir gucken, was passiert. Ah, hat gut funktioniert. So, ihr 2. Ihr könnt einmal essen gehen. Hallo? Ah, hier, Grasschleim. Du kannst auch einmal essen gehen. Es gibt für mich nichts zu essen. War, hat hier jemand anders sich das geholt? Amdusia hat's gegessen. Frech. Okay, was machen wir ein bisschen mehr? Ah, siehst du, jetzt kommen die nämlich alle dahin gerannt. Ja, tatsächlich. Du kriegst auf jeden Fall einen Grasschleim. Was ist los? Warum gehst du nicht zum Essen? Jetzt gehst du zum Essen. So, Hadrian hat auch was zu sagen. Du hast es geschafft, wahrlich. Du bist unermüdlich. Ich bin dankbar, großer Anführer. Ach, er hatte mir die Quest gegeben. Ja, klar. Sehr schön. Let's go. Und eine neue göttliche... Alter, es läuft. Die haben immer noch Hunger, oder? Ja, so richtig Hunger, so richtig satt macht es wahrscheinlich auch nicht. Okay, pass auf. Wir brauchen auch nur noch eines, um die nächste Stufe freizuschalten. Ja, also Dämonenbeschwörung klingt auf jeden Fall nach etwas, was wir grundsätzlich haben wollen. Gehen wir mal rein da. Bauen kann ich es ja eh noch nicht. Und dann gibt es beim nächsten Mal die Raffinerie, alles klar. Aber geht jetzt noch nicht. So. Okay. Ja, die brauchen auf jeden Fall noch Essen, die Kollegen hier. Die brauchen auf jeden Fall noch Essen. Pass auf, dann machen wir noch mehr Essen. Und das Grasfresser-Ding scheint ja zu funktionieren. Also ich habe ja keine Krankheit bekommen jetzt, ne? Dann kann ich das erstmal machen. So. Dann werden die hoffentlich gleich etwas gestillter, was den Hunger angeht. Bauen wir kurz hier oben zu Ende. Dass, wenn es jetzt gleich Nacht wird, auch alle schlafen können. Dann nochmal Segen, falls nicht schon geschehen. Let's go. So, stimmt, ich habe die meisten Leute noch gar nicht gesegnet, ne? Nein, ich will euch gar nicht... Ich will mit euch reden.
Ah, wurde bereits heute, okay. Alter, wir sind schon wieder voll. Was ist denn los? Das ist so krass, wie schnell das geht. Aber das ist das, was ich meinte. Eben genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund will ich ja hier eben Dings, ne? Oh, wir brauchen Dünger. Habe ich keinen Platz für Dünger? Muss ich da auch sowas bauen, um da Dünger hinzuzusetzen? Weiß es gar nicht. Ist jetzt erstmal wurscht. Wir sollen jetzt schlafen gehen. Und der Part geht dann auch wieder schlafen. Und er ist wieder der, der nicht schläft. Aber das scheint ihm bisher, wie gesagt, nicht zu schaden. Okay. Ja, nächstes Mal werden wir dann auf jeden Fall erstmal zu dem Fluss gehen, den wir freigeschaltet haben, also dieser neue Ort. Na, dieser neue Ort, den werden wir auf jeden Fall uns angucken. Und ja. Dann versuchen wir die Ressourcen zusammenzubekommen. Und dann geht's ja auch schon in die zweite Welt. Denn wir haben ja die erste Welt geschafft. Leshy ist besiegt. Einer von... Oh, hier laufen Spinnen rum. Sind Häppchen, ne? Ja. Einer von... Hast du kein Bett? Hä, hat hier kein Bett? Guck mal, hier sind Betten frei. Was ist denn da los? Okay, nee, das ist... Tinana wohnt hier, aber Tinana schläft hier nicht. Jonati wohnt hier. Amdusas wohnt hier. Was ist denn los? Ja, Grasmahlzeit ist nicht so. Bitte futtern mich, aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot. Was? Bringe Trebre dazu, Schüssel Kot zu essen. Ja, gut, wenn du das willst. Bitte. Was auch immer dein Problem, warum, wo gehst du hin? Was tut ihr? Oh, du siehst nicht gesund aus. Okay. Nächster Besen. Aber was passiert hier? Hier ist noch... Irgendwo liegt doch hier noch viel mehr Kot rum. Wo ist denn der jetzt? Und warum haben zwei auf dem Boden geschlafen? Was passiert hier? So, hier... Da, okay. Hier ist überall das Zeug. So. Es kommt bestimmt vom Gras. Ich glaube, das kommt vom Gras. Ich glaube, das tut denen nicht so gut. Okay, pass auf. Wo ist das Kotessen? Hier, Schüssel Kot. Oh, Alter, ist das ekelhaft. Kann ich direkt sagen, wer das essen soll? Okay, er kommt automatisch. Ja, komm dann. Guten Appetit. Ja, toll. Du hast es geschafft, wahrlich, du bist ohne Mart. Ich bin dankbar, großer Anführer. Ja, aber dafür hast du jetzt halt...
Dafür ist jetzt halt... Ja, guck mal, er ist erkrankt. Wie kriege ich den jetzt wieder gesund? Bettruhe wahrscheinlich, okay. Erstmal segnen. Und dann Bettruhe. Ruht sich aus, bis er genesen ist. Okay, alles klar. Let's go. Ja, du wolltest das essen. Ich habe das nicht von dir verlangt, ne, Kollege? So, hier können wir wieder Massensegnungen machen. Sehr schön. Können wir auch Segnungen machen. Sehr schön. So, was haben wir denn jetzt noch? Hier können wir auch wieder Segnung machen. So. Batman haben wir noch nicht gesegnet. Oh, und guck mal, bei ihm habe ich jetzt auch noch so ein Symbol, weil ich ihn streicheln kann, ne? Bringt das irgendwas? Oh, das gibt Hingabe. Okay, okay, alles klar. Good to know. Alter, was ist denn hier los? Wieso machen jetzt alle das hier eigentlich? Habe ich irgendwas angeklickt, was ich nicht wollte? Ach, weil die nicht mehr beten können, weil es voll ist. Ah, da haben wir direkt die nächste göttliche... Was ist... Alter. Ja, dann rein in die Raffinerie. Weihe Ressourcen zu. Okay, wir brauchen ganz dringend mehr und mehr und mehr Ressourcen. Okay. Das heißt also, sobald die... Ihm geht's noch nicht so nah, aber das kann ich gerade nicht ändern. Okay, das heißt, sobald die sozusagen hier ihr Zeug fertig haben, gehen sie woanders hin. Verstanden. Ja, guck mal, wir brauchen jetzt so viele Ressourcen. Für den ganzen Kram hier. Ja, okay. Das werden wir nächstes Mal angehen, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Jetzt werde ich erstmal den Part wirklich beenden. Es ist ganz schwierig, so einen Part zu beenden, weil man halt die ganze Zeit hier, ne, das ist wie Unterricht. Das ist wie Unterricht vorbereiten. Du bist nie fertig und genauso bist du hier auch nie fertig. Du machst eine Sache und direkt passiert das nächste, um das du dich kümmern musst. So ist Unterricht vorbereiten auch. Okay. Aber nächstes Mal geht's dann zur Pilgerpassage. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Hat gut geklappt, den Part zu beenden. Hallo? Hart?